Hallo und willkommen zurück zu Shininjas Let's Plays und dem Spiel Dragomon Hunters. Wir sind relativ weit schon gekommen und haben gerade zuletzt die Arena kennengelernt, da wir da ein Ticket bekommen haben. Und ja, es soll auch gleich weitergehen hier im Spiel. Ich habe jetzt einen neuen Ranch Entertainment Quest erhalten, wo es um einen Hopalong scheinbar geht. Und jetzt muss ich andere Hopalongs aufsuchen auf der Ranch, die wir jetzt freigeschaltet haben. Vermutlich ist das meine Ranch, aber ich weiß es noch nicht genau. Es wurde noch nicht richtig erklärt. Zumindest für meine Verhältnisse. So, was haben wir denn hier? Fisch, Arboretum, Arboretum, Main Building. Ja, es scheint mein Gebiet zu sein. Das ist ja schon mal cool. So, ich muss jetzt mit jedem der Leute sprechen. Das werde ich mir jetzt aber nicht angucken. Defense Interface. So, hier kann ich kochen. Aber für das meiste fehlt mir Zutaten, ja. Ah, Brutkästen gibt's auch? Okay. Dann schaue ich doch gleich mal zum nächsten. So, die Hauptquest wollte ich erstmal zumachen. So, jetzt hat sich unser Boden Glowing auch wieder aktualisiert und hier sind auch gleich die anderen drei. Das ist sehr schön. So, sie hat also die Bank. Okay, bei ihr muss ich die Quest dann abgeben. Achso, jeder ist für etwas zuständig. Er ist der Cooking-Mann. Ah, man kann sogar Incredence kaufen. Kann ich ihn ansprechen und gucken? Nein. So, dann mache ich es nochmal weg. Was fehlt denn hier? Davon habe ich nämlich 26. Tox, Roach, Membran und Pepper. Pepper gibt's hier. Hier gibt's auch Rezepte, die kosten aber relativ viel. Nee. Ich habe nicht so viel Geld. Wenn ich wirklich mit Level 20 eine Gilde gründen will, brauche ich 20 Gold. So, das Brutfenster. Basic Food Order. Charakter must be Level 15 or above. Was ist das? Ist das eine Quest oder was? A Food Order from Fate. Ah. Ja, es ist eine Quest. Eine Kochquest. Materialien sammeln und dann hinbringen. So, jetzt kann ich aber auch die Quest hier abgeben. Und eine neue annehmen. Collect your Dragomon from Fate so you can set up your Dragomon's pasture. Ich kriege zwei Viecher als Belohnung, habe ich aber auch schon. So, sie hat ein Bankmenü. Mit dem laufe ich rum. So, dann packe ich einfach erstmal unsere Schmiede-Items rein. Used to craft. Used to craft. Für Level 1 gibt es Erfahrung, für Level 2 dann nicht mehr. Das brauche ich erst ab Level 30. So,
So, das sind alles Crafting-Sachen. Dann kann ich die auch erstmal wegpacken. Die muss ich ja nicht mit mir rumschleppen. Genauso wie das muss ich nicht mit mir rumschleppen, das Wiederbelebungs-Item. Ah, ich habe keinen Platz mehr. Nicht gut. Egal, dann wollte ich trotzdem noch mal gerade schauen, was dieses eine Item hier macht. Und zwar, ja, das war auch so ein Crafting-Item. Welches war es denn jetzt? Ah, okay, jetzt zeigt mir dann, wo der nächste Questmaster ist. Oh, das ist sogar eine Level 20 Quest. Die mache ich dann natürlich noch nicht. Talk to Fate. Da hinten. Mhm. So, und jetzt habe ich wieder. Zwei Reittiere bekommen, die ich aber meines Erachtens schon habe. Can we race? Ach so, das sind Tameable. Die muss ich dann bestimmt zum Brüten irgendwo hinpacken. Brüten. Hm. Keine Ahnung. Na gut, dann kümmere ich mich jetzt doch wieder um die Hauptquest, da der Rest scheinbar erstmal nicht so schnell laufen wird. Aber ist ganz cool mit der Ranch. Was haben wir hier noch? Da kann ich dann wahrscheinlich später noch einen Platz anmieten. Und Private Little Bird, ja. Sehr cool. Sowas zum Beispiel hat mir früher immer gefehlt in World of Warcraft. Mit dem letzten Addon haben sie es zwar so ein bisschen hinzugefügt, aber ja, die Garnison halt, ne? So, Senior. Als nächstes. Hast du bei jedem Portal betreten, macht er alle Dinger wieder auf. Wo muss ich hin? Achso, das wollte ich ja gar nicht. Die wollte ich doch machen. Und die wird heißen, dass ich an einen an den Dings bestimmt ran muss. Nein? Ich hätte gedacht, mir da wieder Punkte zu holen. Doch, aber ich muss an den gehen. Ist ja witzig. Oh, it's you. Oh, so viele. Ach nee, die obersten vier, das sind die, die ich schon gemacht habe, wahrscheinlich. Ist das japanisch oder sind das einfach nur Aneinanderreihung von Buchstaben? Das sind auf jeden Fall die vier Quests, die wir gestern gemacht haben. Ich weiß nicht, warum da 0 von 1 steht, aber ich vermute, weil man die ja jeden Tag machen kann. So, ich kann nicht mehr Quests haben. Ja, das sind ja genau die, die wir gestern gemacht haben. Nun denn,
zugemacht und den auf. Und dann hinein in den Dungeon. Ah, sie war noch angezeigt. Irrelevante Zonen ausblenden, brauchen wir nicht. Also es ist zwar cool, dass man die doppelt machen kann, das hat halt so ein bisschen Sammeltrieb. Aber wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen. Wir haben ja jetzt schon gesehen, dass gleich Level kaum noch Erfahrung bringt. Ready for this? Der hatte mir nichts entgegenzusetzen, der war ja mega billig. So, fehlt noch 6 von den Töten. Da geht's nicht weiter. Are you feeling psyched? Frisches Fleisch. Frisches, saftiges Fleisch. Müssen wir gerade sammeln. Da haben wir das nächste. Ah, wir haben sogar schon 3. 4. Es gibt tatsächlich nur genau 6 Gegner. Ja, ist im Nachhinein noch gestorben. Da kommt er sogar freiwillig, das ist ja praktisch. Geschafft. Warp immediately. Auf einmal ist wieder Tag. Oh, isn't the weather today just ideal? Okay, gleich zur nächsten. Die sind alle auch genau mein Level, das passt ja. So, was habe ich denn bekommen? Ach ja, es gibt ja immer eine Quest-Truhe. Aber die ist nicht gut genug. Aber das ist gut genug. Kann man eigentlich 2 Ringe haben? Nein. So wie es scheint, müssen wir wieder was sammeln. Was sammeln und was töten. Ready for this? Das Horn von diesen Einhörnern. Oder Böcken sind das eigentlich. Wie, die hat über 10.000 Schaden gerade gemacht, die Attacke. Der fühlt sich gar nicht beeindruckt. So, da haben wir unseren Boss. Pro Gebiet scheinbar. Zumindest in diesen Dungeons. Ich finde es ja schön, dass diese Dungeons so schnell gehen. Dass man da wirklich reinwaschen kann. Oh, das war's schon. Können wir nebenbei hier auch die Tulpen noch ernten. Aber seit Level 15 geht's echt schleppender voran mit der Erfahrung. Vorher hat man echt viel zu viel bekommen. Zweimal mit jemandem gesprochen, Level Up. Der hat mich woanders hingeschickt, Level Up. Das finde ich gut, dass das nicht mehr so ist. Ich weiß auch noch gar nicht, welches Max-Level es hier gibt. 31 war bisher das höchste, was ich gesehen habe. Das war bei dem Bosskampf vorhin. Hey, eine Truhe. Puff. Ein Amulett. Okay, was fehlt denn noch? Ach, eine Tulpe sammeln fehlt nur noch. Da ist die letzte. Na dann, sind wir fertig. This.
It's you. Perfect timing. Okay, gleich zum nächsten. Und danach werde ich ein paar Arenas machen vielleicht. Oh, 16 Stück besiegen. Ist ja mal eine große Quest. Ready for this? Ein Ei. Und... nicht das, was ich dachte. Ich hatte gehofft, eins von den Viechern fliegen zu können. Der Boss ist ziemlich versteckt, so wie es scheint. Zumindest ist er noch weit weg. Das ging schnell, da habe ich gerade gut gekrittet, glaube ich. Ready for this. Ich würde mir aber den Unterschied zu merken von den beiden Skillungen mit dem Stärke und mit dem Kritsch. So, hier vorne müsste er gleich kommen. Da ist er doch. Und ob es jetzt nun 26 sind oder 32, sind nur 6% Unterschied. Aber 400 Schaden macht pro Schlag halt einen Unterschied. Geschafft! So, der kämpft noch. Ich bin voll. Wo ist der nächste Händler? So, Auktionshaus habe ich auch noch gar nicht eingeguckt. Geht scheinbar gerade nicht. Vielleicht ist es generell in der Beta noch aus. Okay. Verkaufen wollte ich. Das sollte hoffentlich schon mal reichen. 2 Gold. Ich brauche noch mehr. Oh, it's you. Perfect. Wenn ich die Gilde gründen will. Hätte ich niemals versucht, lang zu laufen. Das Vieh haben wir doch aus dem Tamer links gesehen. Aus dem Tamer-Video. Das kann man also auch kriegen. Finde ich sogar ganz cool. Der Hinterhorn. Wie muss ich ihn töten? 8 Stück und Eier sammeln muss ich. Ist denn schon Ostern? 5 Ostereier muss ich sammeln. So, da ist auch schon der nächste. Ach so, was? Der Boss. Freiwillig zu mir kommt. Hätte am liebsten wohl nicht gemacht, aber gut. Wie sie immer sich noch bewegen nach dem Stern. Oh, das nervt. So, mir fehlen noch 3 Eier und 4 Gegner.
ready for this? Da hinten sind sie ganz versteckt. Ready for this? Da fehlt dann aber noch eins. Ganz oben. Wie es einfach mal keine richtige Physikerkennung gibt. Na, bin ich zu groß? Nein, ich laufe einfach durch. Damit sind wir fertig. Kann ich die noch machen? Das war die Handquest, die wir noch von gestern hatten. So, wir sind aber auch wieder bei 22 Minuten.